Verflixte Hacke! Au! Die Tür geht nicht kaputt. Sekunde, warte, ich helf dir. Was, warte, was hast du vor? Da sind Captain Man und Kid Danger. Du hast mich durch die Tür geworfen. Naja, passiert ist passiert. Also schön, Drillfinger. Was? Ich werde dich jetzt platt machen. Keine Chance. Fühl den Finger! Was zum... Der hat sich doch eben noch gedreht. Du hast meinen Bohrfinger kaputt gemacht. Ich bin halt unzerstörbar. Was dachtest du denn, was passiert? Kid, schmeiß das mal her! Okay, aber ich kann es dir... Heute noch! Na dann, Drillfinger! Ich bin zwar kein Rabbi, aber... Mazel Tov! Du hast mir meinen Bohrer abgeschnitten! Ja, du bist von jetzt an nur noch... Finger. Nein, das klingt doch grässlich! Kid, du befreist die drei, dann kümmerst du dich um die alten Leute und das fiese Teenie-Girl. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Los jetzt! Hat irgendjemand einen Finger für mich übrig? Du bleibst hier und keine Bewegung. Und wenn es mich juckt? Dann soll's halt jucken. Lass es jucken. Okay. Toll. Hey, machst du mich als nächstes los? Wieso dich? Ich brauche dringend etwas Lippenbalsam. Meine Lippen sind völlig ausgetrocknet. Hier, nimm meinen Lippenbalsam. Aber dann kriege ich deine Keime. Ja, toll, was? Schnappt ihn euch! Ja, und ja, du bist frei. Und Angriff! Ja, los! Ramm ihm das auf die Füße! Au! Was zum... Zeig sie! Der Kerl wollte sich meine Zähne schnappen! Okay, alle Mann aufhören. Ich verhau alte Menschen nicht so gern. Halt die Klappe! Kid Danger, pass auf! Tut mir leid. Tut mir leid. Hey. Hey, ist alles okay? Ja, dämlicher Jungspund! Kid Danger! Noel will abhauen! Sorry, ich kann hier gerade nicht weg. Oh, jetzt reicht's. Ja, jetzt holst du. Das. Nicht werfen. Bist du bescheuert, den Mist? Schnapp ihn dir. Ich will einen Anwalt. Du kannst dir keinen Anwalt leisten. Wollen wir nicht lieber irgendwo was essen? Das ist bloß deine Schuld, Kid. Schnapp ihn dir endlich. Na, mach schon. Mir ist mir gerade schwindelig. Nimm das! Eure Laser sind Mist, sie tun mir nichts. Und noch einen! Einen haben wir noch! Ich bin noch nicht umgefallen. Und noch einen! Und noch einen! Jetzt falle ich um. Klasse. Jetzt heb die Filme auf und stell sie wieder in die Regale. Was? Wieso? Na, wir müssen... den Laden so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Aber in dem Laden ist niemand mehr. Der ist seit Jahrzehnten geschlossen.
Pack die Filme in die Regale. Aber das ist gefährlich. Hier bricht alles auseinander. Filme in die Regale. Aber... In die Regale. Aber was ist mit... Regale. Aber, Regale. Aber... Gerne. Da! Was zur... Was... Oh. Echt jetzt? Du willst spielen? Ich spiele nicht. Der Boden ist eingebrochen, als ich den Film Himmelsburger aufheben wollte. Du hast Himmelsburger gefunden? Wo denn? Ha! Du meine Güte! Den Film liebe ich. Willkommen bei Himmelsburger. Hier gibt es Himmelsburger. Was darf's denn sein? Na dann! Beide Teams, ich will ein gutes, sauberes Match. Kein Spucken, kein Bälleklatschen, kein Nasebohren. Hey! Kein Anstauen. Sorry. Wusste ich nicht. Fertig? Weicht aus! Du hast ihn erwischt. Das zählt nicht, Alter. Sie war schon raus. Nein, war sie nicht. Sie ist nicht von dem Ball getroffen worden. Und ich hab nicht gesagt, sie wäre raus. Also habt ihr verloren. Jetzt geht es los. Danke, Gu. Oh, was ist das? Oh, das ist ein Dommitron. Natürlich, ein Dommitron. Oh, ich mein, ja, hey, nein, ich wollte gerade sagen, Dommitron. Ich glaube, mein Onkel hat ein paar von den Dingern. Ja. Dann wisst ihr ja, was ein Dommitron tut. Mhm. Oh, ja. Ich kenne das von den anderen Fotografen, mit denen ich gearbeitet habe. Ja, aber ich habe nicht den leisesten Schimmer, wozu die gut sind. Also, was ist ein Dommitron? Offen gestanden, Model zu sein ist spannend. Ja, die Hose fühlt sich gut an. Ja, ich demonstriere einfach das Dommitron. Ja. Okay, ja gut, cool. Okay. Warum zeigen wir ihm nicht ein paar Superheld-Posen? Oh, ja. Hier wäre sowas hier. Und sowas? Die hier? Und hier kommt Frankie. Ich bin noch nicht richtig warm. So vielleicht? Wieso? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ja, ich mich auch nicht. Ja, das stimmt, meine Herren. Ihr könnt euch nicht bewegen, aber ihr könnt in der Hocke watscheln.
Was? Was ist los? Wieso watschelig? Weil ich euch jetzt kontrollieren kann. Was? Ich habe keine Lust zu watscheln. Okay. Na schön, ich weiß nicht, was... Schluss mit dem Gerede. Stattdessen singt ihr mir jetzt ein paar schöne Terzen. Singt weiter. Ich hab's getan. Tut mir leid, Captain Man und Kid Danger, aber ich fürchte, ihr seid jetzt meine Marionetten. Und ich bin der Puppenspieler. Was ist denn? Können Sie hören, was du sagst? Ja, natürlich hören Sie mich. Sie können nur nichts erwidern, es sei denn, ich erlaube es Ihnen. Wäre es nicht mal an der Zeit, Ihnen zu erklären, wieso du das tust? Denn so wird's immer in den Filmen gemacht. Na schön. Weg hier, weg hier. Wisst ihr, Jungs, der Weltrekord für das größte Publikum, das sich einen Livestream ansieht, liegt bei 9,8 Millionen. Und ich hab vor, diesen Weltrekord zu brechen. Mit einem Livestream-Video, in dem wir beide ein paar unerhört lächerliche, peinliche Dinge vorführen. Toller Plan. Ist das alles? Ich bin so froh, dass ihr diese Frage stellt. Um sicherzustellen, dass unser Publikum so groß wie möglich ist, verspreche ich jedem Zuschauer eine Überraschung. Was für eine Überraschung ist es? Ein Augenblick, ja? Du weißt schon, was es ist! Euch erzähle ich's auf jeden Fall. Beim Erreichen von 10 Millionen Zuschauern reißt ihr beide euch die unvorteilhaften Masken vom Gesicht und legt der Welt eure wahre Identität zu Füßen. Hey, können wir uns zum Abendessen eine fette Henne machen? Ja, und ja. Siehst gut aus, Captain Man. Mir geht's auch gut, Kid Danger. Dann bringe ich uns mal runter und lande bei den Cheerleadern. Nein, 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 lass mich landen. Nein, nein, ich kann landen. Hast du schon mal einen Helikopter gelandet? Zwar nicht, aber... Du hast also noch nie einen Helikopter gelandet, weißt aber ganz genau, wie ein Helikopter gelandet wird. Kann doch nicht schwer sein, einen zu landen. Es ist sogar sehr schwer, einen zu landen und deshalb werde ich das übernehmen. Nein, nein, nein. Du willst doch nur angeben vor diesen Cheerleadern. Ey, weißt du was? Du hast recht. Also tausch den Platz mit mir. Was? Nein! Nein! Hallo, hier spricht Ihr Captain. Und jetzt raus aus diesem Sitz! Nein, ich will selbst landen! Rutsch jetzt gefälligst hey, rüber! Nein, rutsch nein, gefälligst nein, gefälligst rüber! Du bist in der Kiste landen! Raus da, sag ich! Weg da! Halt auf! Sag mal, spinnst du? Was machst du denn da? Hey! Das ist der Helikopter, den Ray gemietet hat. Oh ja, lass uns winken. Hi! Leute! Hey, hier unten! Hey, hier. Seht ihr uns? Lass mich aus dem Sitz! Ich bin der Mann, du bist das Kind! Hast du mich verstanden? Weg da, du! Ah. 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 Okay, 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 alles gut. Alles okay, okay. Er ist unzerstörbar. Es ist kein Problem, dass er da gerade rausgeflogen ist. Haben Ray und Henry irgendwas aus dem Helikopter rausgeworfen? Ja, sieht aus wie eine Captain Man Actionfigur. Oh, ja, richtig. Hm? Warte, hörst du auch was? Ja, hört sich an wie... Oh, das ist keine Actionfigur. Oh mein Gott, das ist Ray! Warte, warte! Was? Ich denke, er landet auf der Zuckerwatte. Oh ja, das tut er. Ja, das ist perfekt. Ich weiß, was für ein glücklicher Zufall. Er wird gleich landen. Komm schon, da komm schon, Ray. Ray, guck mal, was hier ist. Drauf. Da kannst du landen. Komm, ich lande. Knapp daneben. Mhm. Es geht mir gut.
Also. Naja, deine Haare fangen an auszufallen. Was hast du gerade behauptet? Hey, wo ist Gwen? Gwen ist sich umziehen gegangen, weil sie eine Bank ausrauben wird. Oder vielleicht will sie keine Bank ausrauben, sondern vielleicht trifft sie sich mit einem anderen Kerl. Nein, sie raubt eine Bank aus. Oder vielleicht trifft sie sich mit einem Kerl namens Robert Bank. Das ist dämlich, so heißt doch niemand. Oh doch. Mach dir nichts vor, Ray. Gwen will nicht dich. Sie will Robert H. Bank. Weißt du wieso? Ich wette, er sieht viel besser aus als du. Ganz unmöglich. Ja. Yep. Er ist bestimmt erst Anfang 30. Das reicht, hörst du wohl auf? Ja, und ich wette, er kann fantastisch küssen. Oh, Gwen, dein Kuss schmeckt wie der einer Prinzessin. Deine Lippen sind weich wie ein Pfirsich. Es ist nicht meine Schuld, dass sie auf jüngere Männer steht. So was, du bekommst ja graue Haare, du bist richtig grau, sie mag keine. Mach weiter, er ist immer noch nicht wütend genug. Ja, ich arbeite dran. Der hast du nicht graue. Na komm schon, du kannst das doch besser. Es ist so cool mit anzusehen. Dass du deinen Spaß hast, Freund. Oh, weiter! Ganz bestimmt backt sie Muffins für viele Männer. Was? Sie backt ihre Muffins nur für mich? Oh Gott! Na komm, steh auf! Ach schon, alles okay. Es geht schon. Ray, nein! Guck, es scheint zu funktionieren! Wer bist du denn? Solange Captain Man und Kid Danger in diesen Löchern sitzen, hab ich die Verantwortung. Quatsch, die hab ich! Nein, du bist nur zum Fahrer ernannt worden. Keine Ahnung, wo ihr Mistkröten herkommt, aber zieht wieder Leine. Oder soll ich euch auch in Löcher stopfen wie Captain Man und Kid Danger? Wir sitzen nicht wegen Jeff hier drin. Wir sind durch den vergammelten alten Boden gebrochen. Wir sind Opfer von Gammelholz. Lügner! Warum heißt ihr nicht Captain Lügner und Schwindel Danger? Okay, Jeff, nimm den Rücken hinter die Hände. Andersrum. Nimm die Hände hinter den Rücken. Nein. Wenn du das nicht machst, blaste ich dich hiermit. Sohn, du wirst keinen blasten. Hast du gehört? Ruf die Polizei. Ja, Sohn! Hey, Kleider, ich setz mich jetzt auf Captain Man mit meinem Po. Das machst du nicht. Jeff, lass ihn dir das nicht. Nee, du machst das. Ich komm immer näher. Lass ihn weg. Lass ihn sofort weg. Los, tu's. Jetzt habe ich drei Kerle besiegt. Okay, das reicht. Ach, der Piper, ich weiß nicht, du Kackbacke. Piper, komm mit. Mädels, Vorsicht mit diesen Waffen. Und vergesst nicht, Jeff ist wirklich dämlich. Das habe ich gehört. Also schön, Jeff. Wo steckst du? Bewegung! Ja? Sorry, Mädels. Ihr zwei werdet jetzt K.O. geblastet! Nein, Jeff! Tu das nicht, Jeff! So ein Mist! Keine Batterie mehr! Schnell, Piper! Schnapp dir diese antiken Videorechtecke! K.K.! Das nenne ich VHS-Power! Das rockt! Okay, alles klar. Ich glaube, diesen Typen habt ihr erledigt. Jetzt aufhören. Das reicht jetzt. Nur noch zwei mehr. Nimm Fierstens und
Sorry, Gandhi. Manchmal ist Gewalt doch die Antwort. Sieh dahin! Oh. 8,9 Millionen Zuschauer? Wir waren doch schon bei 9,2 Millionen. Was ist passiert? Wir haben sie verloren. Ist mir auch aufgefallen. Nur warum verlieren wir Zuschauer? Das schlimmste Unheil für einen Frankini. Ich denke ja, das Problem ist ein Pickel. Ich hab einen Pickel? Oh mein Gott. Wo? Quatsch ihn aus, mach ihn platt. Los, mach schon. Oh nein, sieh es dir an. Ich weiß nicht, wer sonst noch gerade einen Livestream hat, aber ihr wollt hier sein. Denn in wenigen Minuten... drücken wir diesen Typen hier einen Riesenpickel aus. Ja, das wird eine üble Pickelschlacht. Oh yeah. Oh yeah. Na schön, wenn man was Ekliges sehen möchte, hol uns die Würmer her. Also bitte, das kann nicht dein Ernst sein. Hol die Würmer. Oh Gott. Sorry, Kleine, aber du kannst nicht mit einem Pickel gegen Würmer antreten. Oh, hallo. Was ich unternehmen werde? Oh, ich habe schon mal Würmer in einen Standmixer gefüllt. Und jetzt... Wurmdip. Diggit. Hier! Wird doch Zeit für Captain Man und Kid Danger ein bisschen zu snacken. Nicht wahr, Jungs? Ja. Appetit auf Boom Dip. Auf Toastspitzen. Okay, Fanboys und Girls, amüsiert euch mit diesen beiden Leckermäulchen. Aber es bleibt dabei, sobald wir die 10-Millionen-Marke erreichen, lassen Captain Man und Kid Danger ihre Masken fallen und dann offenbaren sie uns, wer sie wirklich sind. Ja, Wurmdip. Hey, ich stehe auf Würmer. Ich bin froh, dass ich das erleben darf. Ich mache das nur, weil ich es will. Ich glaube, es hält sie für eine Karotte. Ja, weil sie orange sind. Es ist dieselbe Farbe. Die Kabel haben dieselbe Farbe, Alter. Stromausfall. Stelle um auf Batteriebetrieb. Hey, wieso gibt es einen Stromausfall? Weil das hübsche Schnuffeltierchen die Kabel durchgebissen hat. Oder weil es die Kabel durchgebissen hat. Okay, Kerzi. Hier, nimm das Kaninchen und bring's ins Liebesshuttle. KK. Hey, Schwartz sagt, das Liebesshuttle kann nur 2 Personen transportieren. Ich sitz vorn. Nein, Mann. Was ist mit Gewichtsbeschränkung? Okay? Weil du mitfliegst und ich mitfliege und das Mädchen und 6 arme Kaninchen, das ist zu viel. Wie viele Kaninchen entsprechen einer Person? Keine Ahnung. 30, 34. Okay. Um einen Kerl in einen Schrank zu sperren, gibt es sehr viel nettere Wege. Ja! Lass mich hier raus! Nein! Wir holen uns unsere Kaninchen wieder. Nur über mein verprügeltes Ich. Wenn das so ist, werden wir dich wohl verprügeln müssen. Und dann holen wir uns die Kaninchen wieder. Aber sowas von! Ich habe zufälligerweise Superkräfte. Also, denkt ihr wirklich, ihr könnt mich verprügeln?
Ja. Ja, das können wir. Wenn wir die Schwerkraft ausschalten. Schwerkraft ausgeschaltet. Oh. Wow, wow, wow. Oh, oh, wow. Wartet, wartet, wartet. Wieso schwebt ihr beide nicht? Wir haben zufälligerweise Magnetstiefel an. Ach so. Kriege ich auch ein paar Magnetstiefel? Nope. Aber du kriegst dafür das. Was? Aufhören! Ich hätte lieber Magnetstiefel! Du wartest hier, ja? Kid Danger und ich befragen so lange den Verdächtigen. Ja. Wie auch immer der Kerl heißt. Die nennen ihn im Knast den Klarbrühenräuber. Nein, das tun sie nicht! Hörst du wohl auf! Der Typ ist von Natur aus gewalttätig! Hey, 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 leg das weg! Leg das sofort weg! Aber dieser Kerl hat... Die Bonbons! Sofort weg, hörst du? Na schön. Jetzt rede. Hast du wirklich versucht, den Süßkramstiefel zu klauen? Natürlich nicht! Mitch hat mich reingelegt! Ah, okay. Verbrechen gelöst. Machen wir jetzt mit unserem Podcast weiter. Warte. Was soll ich jetzt machen? Mr. Sugarman will mich in den Knast bringen. Ganz ruhig, das wird nicht passieren. Wir tun nur so, als bringen wir dich in den Knast. Ja, gut. Na schön, Sir. Kid Danger und ich bringen diese verrottete, lockige Schmeißfliege ins Gefängnis. Ja, richtig. Ha! Gut. Hey, Captain Man. Kid Danger. Officer. Hallo. Sag auf. Wir haben euch beim Vorbeilaufen hier drin gesehen. Können wir helfen? Nein, alles cool. Wir haben alles im Griff. Danke. Wartet mal. Den habe ich doch schon mal gesehen. Ja, er ist doch im Svelju-Park letztes Jahr verhaftet worden. Richtig. Er ist auf dem Frauenklo gewesen. Üble Sache, Mann. Das war ein Missverständnis. Mein Freund hat keine Schwester. Hey, wurdest du nicht auch letztes Weihnachten im Rathaus verhaftet, weil du zwei Hüte gleichzeitig auf dem Kopf hattest? Damit wollte ich protestieren. Und heute hat er versucht, das hier zu stehlen. Genau, das hat er getan. Das ist nicht wahr. Ich hatte den Stiefel bloß in der Hand. Naja, wie heißt es so schön? Wer ihn hält in Händen, tat ihn entwenden. Okay, holt mir mal jemand ein Wörterbuch. Ich wette, nirgendwo steht entwenden. Schon gut. Officer, kein Problem. Wir regeln das. Wir werden ihn ins Gefängnis bringen. Was? Ihr beide tut für unsere Stadt schon so dermaßen viel. Nein, nein, alles okay. Wir machen das wir gerne. Übernehmen wir das. Wir bringen ihn ins Gefängnis. Nein, wir brauchen keine Hilfe. Captain Man, Kid Danger, die führen mich ab. Jetzt macht doch was, die nehmen ihn mit. Warten Sie doch, wir haben noch nicht zu Ende. Das hört dich, Sie können ihn doch ins Gefängnis gebracht. Lassen Sie uns das machen, bitte. Wir wissen nicht, welche Frittlechip-Sorte wir am Dienstag wählen sollen. Deswegen müssen wir es jetzt wissen. Ihr müsst was wissen? Für welche Chipsorte Captain Man und Kid Danger stimmen. Wir stimmen für das, was ihr uns jetzt sagen werdet. Ja, also bitte, das müssen wir wissen. Tja, also, wisst ihr, ich entscheide mich für die... Mischt euch gefälligst nicht ein in die Snack-Politik. Hey, entschuldigt, Kinder. Aber Captain Man und ich mischen uns nicht in die Snack-Politik ein. Deshalb müsst ihr wohl... Wählt rot! Was? 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 Ja. Leute, wenn ihr mich mögt, Captain Man sagt, wählt die knallroten Rhabarber-Chips. Nein, das darfst du doch nicht. Wählt blau! Hör du doch damit auf! Willst du, dass die blau wählen? Nein, ich hatte gesagt, dass... Ich sage, wählt die knallroten Rhabarber-Frittlich! Wisst ihr, was geht lieber? Wieso gehst du nicht einfach und bist ja, still? Okay, still! S-T-I-L-L, stimmen, okay? Darf ich? Klar. Erzählen, was ich darf oder nicht darf. Okay. Schon gut. Hey, hör zu. Nur weil ich dir ins Gesicht geschossen habe, heißt das nicht. Gefällt dir das? Okay. Leute. Nein. Er will es so, Mr. Frittleman. Er will es so. Okay. Na, wie war das? Okay. Sag Hallo zu meinem Frittelfreund. Oh, direkt ins Auge. Wir sind knapp. Na gut, so willst du also spielen? Das reicht jetzt. Jetzt reicht es? Ja. Dann stell ich kurz den Schalter um, wenn du denkst, dass es reicht. Hey, weißt du was? Was geschieht hier? Wieso blinkt dieses Licht da?
Die Kontrollsysteme haben sich verklemmt. Die Getreidekompressoren bauen gerade einen wahnsinnigen Druck auf und das Getreidegas kann nicht entweichen. Achtung, eine Ansage von Jack Brittleman. Brennen Sie!